Es heißt hier Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Und ich lese euch vor aus 2. Petrus 3, Vers 8 bis 9, ihr müsst das nicht aufschlagen, da heißt es: Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zu Buße habe. Also, wir müssen uns zum einen Gottes Perspektive vor Augen halten. Zeit ist relativ und Gott steht außerhalb von Raum und Zeit, deswegen kann er sagen, es wird rasch geschehen. Es ist im Grunde genommen schon geschehen. Gott weiß schon, was passieren wird. Aber aus unserer Sicht kann es manchmal lange dauern, nicht wahr? Und dann gibt es eben Spötter, die auftreten in den letzten Tagen. Darum geht es hier in 2. Petrus Kapitel 3, was ich euch vorgelesen habe, die dann sagen, ja, der Herr zögert die Verheißung hinaus, wie etliche es für einen hinauszögern halten. Aber nein, er zögert nicht die Verheißung hinaus, sondern er ist langmütig und gibt Menschen Zeit, dass sie Raum zu Buße haben. Das heißt, dass sie umkehren zum Herrn, an den Herrn glauben, gerettet werden und nicht den Zorn Gottes miterleben müssen. Aber schlagt Offenbarung Kapitel 6 auf. Offenbarung Kapitel 6, da heißt es ab Vers 9, ich lese vor ab Vers 9. Und als es das 5. Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Also hier haben wir die zwei Perspektiven. Für Gott ist 1000 Jahre ein Tag 1000 Jahre, spielt keine Rolle, es wird rasch geschehen, die Zeit ist nahe. Und das stimmt, die Zeit ist nahe. Ja, wir sollten damit rechnen, dass es in unserem Leben passieren kann. Besonders deshalb, weil wir viele Ereignisse später, in den späteren Kapiteln der Offenbarung, heutzutage besser interpretieren können. Da wir schon fortgeschritten sind, zum Beispiel in Technologie, wo vieles ganz einfach mehr Sinn macht. Wenn dann zum Beispiel die ganze Welt die zwei Zeugen sehen wird, wie sie ermordet wurden. Das geht natürlich durch Fernsehen, durch Instagram, was auch immer. Das geht natürlich heutzutage, deswegen ist es viel wahrscheinlicher, dass es zu unserer Lebenszeit passieren wird, was in der Offenbarung geschrieben wird. Aber unsere menschliche Perspektive ist dann meistens eher, wie lange, o Herr? Und wir sehen das auch in der Bibel, wo es ja heißt, wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Und warum sage ich das? Weil es nämlich Leute gibt, die sagen, Jesus kann jederzeit wiederkommen. Und das ist natürlich ein Ereignis, mit dem wir uns besonders beschäftigen in dem Buch der Offenbarung, auch im ersten Kapitel. Wir kommen dann zu Vers 7, wo es heißt, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde. Wo es natürlich um das zweite Kommen Jesu Christi geht, um unsere Entrückung. Das ist natürlich das Hauptereignis, dazu kommen wir dann noch. Und Leute sagen dann, Jesus kann jederzeit wiederkommen. Er kann jetzt wiederkommen, nach dieser Predigt. Aber das stimmt nicht, denn es gibt prophetische Ereignisse, die vorher geschehen müssen, vor Jesu Wiederkunft. Vor der Entrückung. Und das missachten sie. Also sie sagen, da siehst du, es wird rasch geschehen. Die Zeit ist nahe. Jesus kann jederzeit wiederkommen. Aber dann haben wir auch Verse, wo Leute sagen, wie lange? Und das sind nicht irgendwelche Spötter, das sind Gerettete. Wie lange, o Herr? Das sind die zwei Perspektiven. Und wir sollten nicht diese Einstellung haben, oh, Jesus kann jederzeit wiederkommen. Das ist falsch. Er kann nicht jederzeit wiederkommen. Er kommt nach der Trübsal wieder, dazu später mehr. Das heißt, wir wissen nicht den Tag oder die Stunde. Es kann in unserem Leben passieren. Ich weiß es nicht. Aber wir haben Zeichen, auf die wir achten sollen. Glückselig ist, wer die Worte der Weissagung liest und diese hören und bewahren, was darin geschrieben steht. Du musst es bewahren. Aber um die Lehren der Offenbarung zu bewahren, musst du die Offenbarung lesen, du musst sie hören. Erst dann kannst du es bewahren. Deswegen beschäftigen wir uns mit dem Buch der Offenbarung. Damit du wachen kannst. Was ich aber euch sage, das sage ich allen, wacht. Du musst wachsam sein. Wie kannst du wachsam sein, wenn du nicht weißt, was passieren wird? Wenn du nicht weißt, was der Feind ist, der kommt, um einzubrechen bei dir, zum Beispiel. Wenn du nicht weißt, welche Ereignisse geschehen müssen, bevor Jesus wiederkommt, wie kannst du dann wachen?